Und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Leuchtende Perle. Ich befinde mich immer noch im Ewigwald mit der wunderhübschen Raisa. Wir schreiten auf unserem Weg voran, auf der Suche nach dem Ausgang. Und hier haben wir zwei Käfersammler. Achtung, Plage Waldmarsch, genauer gesagt Hexer Plaga. Oh, ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Dann zeigt mir mal her eures seltenen Pokémon. 5 Stück an der Zahl. Ein Wampel und ein Bomi. Ja, Bomi ist wohl gemeint. Das gibt es nur am Honigbaum. Ich probiere jetzt gleich mal die neu erworbene Psycho-Klinge aus. Mal schauen, was die so drauf hat. Vor allem im Vergleich zu Konfusion. Konfusion ist ja ein Spezialangriff, die Psychoklinge physisch. Und der physische Angriff ist ja bei Arcadabra völligst im Keller. Auf jeden Fall greife ich hier schon mal nicht als erstes an. Was soll denn das? Oder ist der Kampf, oder ist die Attacke fehlgeschlagen? Jetzt. Oh ja. Critical Hit und One Shot. Da war es das auch schon mit dem seltenen Pokémon Bomi. Das Baumpel taumelt nur noch vor sich her. Es verletzt sich sogar selbst. Und jetzt kommt ein Zierpeise. Ein, wie ich finde, recht lästiges Pokémon. Da reicht die Psycho-Klinge aber nicht. Ja, Janera gibt mal wieder alles. Säuselstimme zieht wahnsinnig viel ab. Da fährt Janera aber unglaublich hohe KP. 111. Im Gegensatz zu meinem Kadabra. Das hat nur 51. Total irre. Ein totaler Tank. Ja, Zierpeise geht down. Und das war's wohl schon mit den seltenen Pokémon. Jetzt kommt nur noch Massenware. Genau, erstmal heilen. Das ist gut. Das ist gut. Oh, Kadabra hat ganz schön was eingesteckt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Da kam der Lebenstropfen doch wie gerufen. Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Wampel geht erstmal schön baden. So, wie viel kommen jetzt noch? 2 oder 1? Erstmal ein Pudox, auch sehr schön. Aber nur Level 13. Das hält nicht lange durch. Ja, One Shot wie immer. Und nun, was habt ihr sonst noch so zu bieten? Ein Panikon. Das Beste kommt zum Schluss, nicht wahr? Aber keinerlei Gegenwehr. Schade, schade. Hachirisu Level 13 und es versucht Funkensprung zu erlernen. Eine sehr schöne Elektroattacke. 65 in der Stärke. Physischer Angriff. Oh je. Na gut, es ist ausgeglichen. Angriff, Spezialangriff bei Pachirisu ziemlich ausgeglichen. Mal schauen, Heuler senkt den Angriff. Cooler Augen. Bei dieser Erstschlagattacke erobert der Anwender das Herz des Zieles, indem er es mit cooler Augen ansieht und senkt dabei dessen Angriffswert. So dasselbe wie Heuler, oder? Ja, da wird das Pokémon noch nachlässig. Und Charm. 3. Da würde ich auf jeden Fall den Heuler wegtun. Und ich finde Charm besser als Heuler.
2 Attacken zum Angriff senken, hat Pachirisu in petto. Wow. Aua! Spinnst du oder was? So, das waren die Käfersammler. Geht's hier oben weiter? Ja, hier geht's weiter. Kommt hier unten noch was anderes oder verpassen wir hier nichts? Mal schauen. Ganz schön weitläufig hier, der Ewigwald. Kein Wunder, dass die Reise mit mir mitgehen wollte. Und finden wir hier noch Pokémons? Oh ja, Traunfugil! Auch ein sehr schönes Pokémon. Das werde ich doch gleich mal versuchen mitzunehmen. Erstmal Wumpel zermatschen. Ja, das geht doch easy hier mit einem Volltreffer. Und Chanera, die macht doch eh keinen Schaden. Das ist Chanera. Ja, Unlicht. Oder ist das Unlicht? Ich werf gleich meinen Ball. Mal schauen, ob es drin bleibt. 1, 2, 3. Und du bist nicht im Ball geblieben, Junge. Komm schon, Nera. Es ist verwirrt, dann kann sich's doch bitte schön selbst verletzen. Und... nein. Der Heuler kommt durch. Macht aber keinen Schaden. Andere Bälle habe ich aber nicht mehr. Heilball. Nein, ich bleib bei Pokéball. Denn ich muss ich Pachirisu in den Kampf schicken. Es ist auf einem niedrigeren Level. Das kann vielleicht noch etwas schwächen. Oh, das verletzt sich jetzt mal selbst. Ja, das ist gut. Das macht mehr Schaden als Chanera. Wie geil. Komm, jetzt bleib schon. Jetzt bleib drinne. Du Sau! Aber Pachirisu, wenn das, also wenn das Traunfugil ein Geist-Pokémon ist, dann hat doch der Ruckzucki keine Wirkung. Ein Funkensprung könnte vielleicht zu stark sein. Dann muss ich bei Bällen bleiben. Oh, hey. Muss aber mal gut hier. Ich kann nicht den ganzen Part mit Pokémon fangen vollstoppen. Traunfugil, hast du das gehört? Oder ich pack doch mal den Heilball aus. Vielleicht willst du ja an einem pinken Ball bleiben. Das gefällt dir wohl besser, hä? Nein, auch nicht. Junge, jetzt mach mal Eier hier. Nicht mehr verwirrt. Du kannst auch Konfusion oder eine Psycho-Attacke, Psycho- und Unlicht-Attacken. Jetzt bleib bitte drinnen. Oh. Um Gottes Willen. Und du bist jetzt langsam im kritischen Bereich. Jetzt kannst du dich langsam mal erbarmen, mit mir mitzukommen. Meine Bälle gehen auch zu am Neige. Kein Kommentar. Oh je, komm, jetzt musst du aber drinnen bleiben. Bei der nächsten Säuselstimme gehst du wahrscheinlich baden. Bitte. Komm schon, Ira, verletz dich selbst.
Ein Versuch habe ich noch. Aber nicht mit Kadabra. Du bist K.O. Na, irgendwas anderes kann ich ja nicht machen. Einschläfern oder paralysieren. Das geht hier nicht. Komm schon, jetzt bleib drinnen. Jetzt. Ja! Endlich. Das hat gedauert. Ja, siehst du, Typ Geist. Es ernährt sich von Angst, die es über seine roten Kugeln absorbiert. Tagsüber schläft es im Dunkeln. Sehr schönes Pokémon. Es wurde ins Team aufgenommen. Da schaue ich doch gleich nochmal nach. Warum ist denn das nicht geheilt? Reißer! Typ Geist. Ja. Initiative. Bisschen schlechter, dafür fährt Spezialverteidigung besser. Spezialangriff ist auch okay. Und es kann Heuler, Konfusion, Groll. AP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. Oh, das ist auch gut. Und Erstaunen aus einer Geistattacke. Anwender greift mit einem Schrei an. Ein Angriff, der das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. Oh, gar nicht übel. Dich lasse ich auch vorerst im Team. Tipps für Trainer. In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man in der Dunkelheit nicht sofort erkennt. Nimm dir also die Zeit, gründlich zu suchen. Wir haben wieder zwei Psycho-Freaks. Dieser Wald ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich spüre eine eigenartige Präsenz und sie kommt von dir. Was von mir? Eine eigenartige Präsenz? Ihr habt nur zwei Pokémon. Ein Enton und ein Mediti. Na, mal schauen, ob das hier was wird. Einmal Konfusion. Mediti ist doch Kampf, oder? Oder Psycho? Jawohl, auf jeden Fall besiegt. Es war normal effektiv. Komm schon, Hera, du kannst da auch mal angreifen. Mal einen richtig schönen Angriff starten. Lass da auch mal deinen Beitrag hierzu teilst oder mitbringst, was auch immer. Einbringst. Jawohl, Enton geht down. Das war's auch schon mit den Psycho-Heinis hier. Nur vielleicht, mein Kadabra und Plyprin sind vom Level her schon ziemlich hoch. Da könnte ich es auch mal wagen, das Pachirisu nach vorne an erste Stelle zu tun. Und dahinter das Traunfugil. Vielleicht wird das schon was in Kämpfen. Ich bin gespannt. So, was kommt denn jetzt noch? Wilde Pokémon. Oh, Haspirohr, dich habe ich auch noch nicht. Und die weiße Kugel hier, daneben Panikon oder Schalocco. Auch noch nicht. Ja, das ist ja ein bisschen blöde, ja. Alle beide kann ich jetzt nicht fangen. Da werde ich erstmal das... Ja, welches denn? Ich werde das Panikon zuerst mal außer Gefecht setzen. Das braucht... Ja, wenigstens paralysiert. Und was macht Chanera? Es greift mal an. Ja, Panikon, mach dich härter. Denn jetzt kommt's noch härter. Jetzt kommt der Funkensprung.
erstmal Angriff senken. Und reicht das schon? Jawohl, bitte. Jetzt fliegt der Ball auf Haspirohr. Schön nochmal die KP senken, so ist fein. Und einen Ball. Komm schon, bleib drinne. Oh, hallo. Cooler Augen, ja, senkt den Angriff, kannst du machen. Ich weiß ja nicht, ob ich noch einen Angriff riskieren soll mit Pachirisu. Nicht, dass es down geht, das Haspirohr. Ich... Boah. Funkensprung 65, ich gehe mal lieber auf Ruckzuckhieb. Ja, das kann ich machen. Das geht, das funktioniert. Da habe ich vielleicht größere Chancen, dass es dann im Ball bleibt. Es sind nur noch 3 Stück an der Zahl. Ja, schon gelber Bereich, das ist gut. Komm schon, Nera, mach mal was. Säuselstimme. Jawohl. Ich denke, jetzt werde ich den ersten Ball werfen. Na bitte, es geht doch. Wenn es nur immer so klappen würde. Level up für Pachirisu. Ja, es geht voran mit den Stats. Gar nicht übel. Nein, kein Spitzname. Aber Haspirohr werde ich gleich auf die Box packen, denn es wird definitiv nicht in meinem Team Platz finden. Ab mit dir. Geh mit den anderen spielen. Und nun hole ich mir erstmal dieses Item. Oh, ein Glas Honig. Das ist immer gut. Hier brauche ich Zerschneider. Habe ich noch nicht. Das ist der Ausgang. Mal schauen. Oh ja, jetzt kann ich das andere. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Daloco oder Panekon? Ein Panekon, das nehme ich doch gerne mit. Nun einmal den Funkensprung auf Haspirohr. Oh ja. Ich hätte sogar mit Funkensprung vorhin angreifen können. Das hätte sogar überlebt und wäre vielleicht paralysiert gewesen. Aber nun ist zu spät. Das war ein richtiger Volltreffer. 3 KP abgezogen oder was weiß ich. Gefühlte 3 KP. Aber mit meinen Bällen sieht es doch knapp aus, ja? Da kann ich doch hier kein Risiko eingehen. Wie viel sind es denn noch? 2 Stück. Da werde ich doch noch einmal schwächen. Versuchen zu schwächen. Ja, da kann ich noch mal draufhauen. Oh, du mal. Das ist doch nicht der Ernst. Sonst zieht die Säuselstimme nichts ab und hier macht es deftigen Schaden oder was? Jetzt bleibst du bitte drinnen. Für Professor Eibe. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Und tschüss. Die dumme Sau hier. Chanera. Alles kaputt gemacht. Los, jetzt ist Schluss hier. Jetzt gehst du raus. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank, Merlin. Und was geben wolltest du mir nicht, ja? Dass ich dir
dass ich dich auf dem Weg geleitet habe. Ich muss mir jetzt erstmal. Hier kommt eine nächste, die nächste Route. Okay, wo sind wir denn hier? Erstmal einen Blick auf die Karte werfen. Naja. Wohl kurz vor Ewigenau. Wenigstens sind meine Pokémon noch einmal geheilt. Dann werde ich jetzt. Ich gehe erst nach Ewigenau. Decke mich dort mit Bällen ein und gehe dann nochmal zurück in den ewigen Wald oder Ewigwald, um die restlichen Pokémons einzufangen, die ich noch nicht gefangen habe. Doch jetzt gibt's erstmal für mich Abendbrot. Schöne Beeren essen. Schön mit viel Antioxidantien. Alles leckere Sinelbeeren. Benutzt ihr Bären in Kämpfen? Gebt ihr sie Pokémons zum Tragen? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich benutze sie ja eher nicht. Ich esse sie lediglich. Oh, ein Pachirisu, dich habe ich auch. Du bist schon ein recht niedliches Pokémon. Aber dich habe ich bereits gefangen. Einmal Honigtrophäe. Und keine Sorge, zu den anderen Honigbäumen werde ich auch noch zurückgehen. Das gerät nicht in Vergessenheit. So, das war die Wiese. Jetzt kommt erstmal Carpador klatschen. Du willst gar nicht. Ganz entspannt angeln. So etwas mögen Erwachsene. Na da. Da habe ich mir wohl einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's hier. Erstmal ein bisschen Carpador trainieren. Ja, das war klar, der hat gar keins. Ein Goldini hat er. Aber das ist doch Kanonenfutter für Pachirisu. Da kommt der Funkensprung richtig zur Geltung. Ja, das ist gut so. Das war der erste Angler. Level up für Traunfugil und Plebrin. Der Jakob wurde besiegt. Bruder Jakob, mach's gut. Ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Tja, man kann nicht alles haben. Gar nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Was, eine Pause? Hier gibt's keine Pause, Kenji. Hier wird gekämpft. Und das ist wohl ein Carpador-Fanatiker. Und bestimmt mit einem niedrigen Level, ja, Level 10. Hoffentlich reicht ein Funkensprung. Ja, Gott sei Dank. Das wäre sonst echt lästig. Für die läppischen KP-EP, die es hier gibt. Ja. Da möchte ein Funkensprung genügen. Und wieder ein One-Hit. Jawohl. Schön die Carpador baden gehen lassen. Und da könnte sogar noch ein Level-Up für Pachirisu drin sein. Jawohl. Super duper. Das läuft ja wie am Schnürchen. Und noch eins. Mensch, du. Er war auf dem. Der Jakob. Nee, wie Kenji. Das ist Kenji. Kenji war auf dem Fischmarkt einkaufen. Es gab Carpador am Angebot. Für 1 Poké-Dollar 99. Level 15 für Pachirisu. Und noch ein Carpador.
Das ist ja mal spannend. Das ist hartes Training hier. Fische kloppen. Und, oh, Junge, hast du 6 Stück? Ich habe vorhin gar nicht drauf geachtet. Ja doch, hat er. 6 Carpador. Der Mann hat keine Hobbys. Er stinkt nach Fisch. So, das war's mit Kenji. Er wurde besiegt. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Nein, bei dieser Sache nicht. Du hättest vielleicht andere Pokémon in dein Team aufnehmen sollen. Ich werde jetzt mal den Kampfstil auf Nicht-Wechseln stellen. Nein, das ist doch immer noch so geblieben. Hallo, hallo. Oh, warum geht das nicht? Jetzt nicht wechseln. Damit das Ganze ja doch etwas anspruchsvoller wird. Auf zum letzten Angler. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Ja, gerne doch. Aber ich hoffe, du hast kein Carpador bei dir. Yannick. Oh doch. Oh doch, er hat ein Carpador. Welches Level? 10? Ja, Level 10. Und dann aber hoffentlich noch andere. Dass es mal etwas spannender wird. Jawohl, ein Goldini, das kenne ich zwar bereits. Aber das ist etwas stärker. Es hält was aus, es setzt sich zur Wehr. Es gibt mehr Erfahrungspunkte. Und jetzt bin ich auch noch verwirrt. Komm schon. Zeig, was du drauf hast. Jawohl. Jetzt bist du K.O., Goldini. Traunfugil. Die Carpadors gab es echt im Angebot. Ich glaub's nicht. Wie kann man denn so viele Carpadors haben? Das reicht doch eins und das trainiert man zu einem Garados. Oder schleift es besser gesagt mit zu einem Garados. Denn mit der Attacke Platscher kann man ja nichts anfangen. Durch die Niederlage hat sich mein Gesicht verkrampft. Es hat sich verkrampft, oder warst du auf dem Klo? Und da hat's die Krämpfe. Geht's hier jetzt noch weiter, oder sind wir jetzt in Ewig? Ja, wir sind jetzt endlich da. Gut, dann gehe ich ja das mal ins Pokémon Center. Schwester Joy, bitte einmal alles fit machen. Vielen Dank für Speis und Trank. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre mich bald wieder. Nein, nicht nochmal. Keine Sorge, die Stadt Ewigenau werde ich das nächste Mal erkunden. Jetzt brauche ich erst einmal noch Bälle. Auf die Schnelle mal ein paar Bälle. Dann mal 10. Nee, nicht 178. 10 Pokebälle inklusive ein Premierball. Heilball, es gibt nur Pokéball und Heilball, was? Noch nicht mal einen Superball. Brauche ich Tränke? Ne, da habe ich 13. Supertrank kann ich vielleicht mal noch 2 Stück nehmen. Und dann doch nochmals, ich nehme doch nochmal 10 Pokébälle. Nette Dame. 10 Stück bitte, nicht einen, nicht 2, nicht 9, sondern 10. Dann geht's jetzt hier nochmal flotte Lotte in den Ewigwald. Und da besorge ich mir noch die letzten Pokémon, die ich für den Professor brauche.
Ein Panikon. Wo war das? Hier. Ja. Hoffentlich dauert das jetzt nicht mehr allzu lange. Oh, ein Knospi. Ja, das habe ich doch schon. Sowas aber auch. Flucht. Komm jetzt aber. Ich rufe euch. Da bist du ja. Panikon. Ich sack ich jetzt ein. Level 10. Hoffentlich wirst du gleich mit paralysiert. Ja, selbstverständlich nicht. Panikon wird harte. Es stärkt seine Verteidigung. So noch ein Ruckzuckhieb und dann fliegt der Ball. Genau, Härtner. Das ist, glaube ich, die einzige Attacke, die du kannst. Ja, jetzt sieht's wieder besser aus. 21 Bälle. Da bin ich doch wieder zur Stelle. Ja, super. Das ging mal schnell. Nein, kein Spitznamen. Du gehst auf die Box. Panikon. So, mal schauen, ob es jetzt noch auf die Schnelle was anderes gibt. Wenn nicht, werde ich das zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Hasbiro habe ich auch. Ich glaube, zu einer geringen Chance kann man hier noch Pudox finden. Ja, zumindest auf einer von beiden Editionen, Perl oder Diamant. Hallo, 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 Teilnehmer. Ist hier jemand erreichbar? Nein, wieder ein Häschen. Ein Plüschhäschen. Das habe ich doch schon. So, jetzt letzter Versuch. Dich habe ich auch schon. Nichts für ungut. Nun denn, dann war's das auch für den heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da oder auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Leuchtende Perle. Bis dann und tschüss!